Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ja, wir haben ein neues Event da. Es ist auf jeden Fall ein bisschen verspätet gekommen. Deswegen auch das Video jetzt, was ihr hier seht, nicht um 12, sondern um 15 Uhr. Weil sonst immer, wenn es ein neues Event gibt und so gibt, kommen ja die Videos schon um 12. Aber ich hatte leider keine Zeit, gestern das noch aufzunehmen, weil das echt ziemlich spät kam in der Nacht. Ja, dafür ist es jetzt da und wir haben auf jeden Fall ordentlich was zum Anschauen. Ich kann euch sagen, wie das Ganze funktioniert und was alles Free-to-Play ist. Und deswegen gehen wir jetzt hier auch gemeinsam rein in die Gruppenphase, Herausforderung, Forderer, was auch immer. Da gehen wir jetzt rein ins, ja, generell Gruppenphase, Herausforderungsevent oder wie immer noch immer das Ganze nennen möchte. Auf jeden Fall, neues Event ist da. Und wir haben wieder ein bisschen was zu sehen und wir haben hier auch direkt den Thundersaar zu sehen zum Beispiel. Und eben auch hier noch, zack, komm, das nehmen wir gleich mal mit. Ein wunderschönes Gratis-Pack mit GPH-Punkten und GPH-Token. Was macht man damit? Schauen wir uns natürlich jetzt auch gleich mal an. Also zuallererst haben wir hier nämlich jeden Tag wunderbar, ja, hier diese Skillspiele und generell auch noch, ja, das letzte Spiel, das CPU-Spiel. Wir bekommen dabei immer GPH-Punkte oder eben GPH-Token. So, soweit, so gut. Und wir haben noch ein paar Werbevideos, da kann man irgendwas ziehen. Möglicherweise auch ein 95-Plus-Spieler, ne? Also will man jetzt mal nicht ganz außer Acht lassen hier. Aber ich weiß nicht, wie zu welcher Wahrscheinlichkeit. Steht leider nicht da. Wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch. So sieht's aus. Also, dann haben wir hier Prime-Icon kann man bekommen, wenn man GPH-Punkte einsetzt. Und man kann auch eine Event-Icon bekommen, wenn man ja, GPH-Token einsetzt. Dann kann man noch ein paar Splitter bekommen. Und wenn man hier ein bisschen was gewinnt und so. Also die Splitter sind auf jeden Fall Free-to-Play. Thundersaar, da streiten sich die Meinungen, aber er wird wahrscheinlich nicht Free-to-Play sein. Mit Pass ist er wahrscheinlich sogar Free-to-Play. Also, weil, aber wenn man sich den Pass holt, ist natürlich klar, dass man dann nicht mehr Free-to-Play ist. Aber, also wenn man sich den Pass holt, sollte er machbar sein, der Thundersaar. Ja, so sieht es eigentlich aus. Dann können wir kurz noch schauen, was es hier gibt. Also, wir haben hier für UCL, UEL und UECL haben wir nämlich hier per Partien, Leute. Sieben Tage, das sind irrsinnig viele Partien und die laufen alle in 7 Tagen ab und die muss man bis dahin alle gespielt haben. Das ist es komplett. Ich weiß nicht, Leute, wie es euch geht, aber das ist ziemlich, ziemlich viel zu spielen. Wenn man das Ganze mal hier so anschaut, das ist wirklich, boah, der Wahnsinn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 insgesamt hiervon. 2 mal 6 sind 12. Das heißt 12, 24, 36 Partien. 36 Partien. EA. Ist das euer Ernst? Aber okay, ich glaube, ich hoffe, ich krieg's hin. Und Rulle ist natürlich auch Free-to-Play. Und auch die GPH-Token sind easy Free-to-Play. Genau, so sieht's aus, Leute. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall, was sich hier EA gedacht hat. Und wenn man die Spiele spielt, kriegt man eben hier GPH-Punkte oder eben auch UCL-Splitter. UCL-Splitter oder eben auch UEL-Splitter oder UECL-Splitter. Alles davon ist möglich. Dann schauen wir weiter. Was gibt es denn noch Schönes? Es gibt noch sehr viel weiter Schönes. Boni zum Beispiel. Also, da haben wir nämlich, wir haben jetzt ein paar GPH-Punkte bekommen. Und diese GPH-Punkte können wir jetzt einlösen. Perfekt. Also, wir können die einlösen, indem wir hier im Pfad entlang gehen. Hier gibt es auch wunderschöne Spieler, die man sich holen kann. Und zum Beispiel hier ein Carrasco, und der sieht schon ziemlich krass aus, auch ein Arthur. Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Das sind jetzt bisher nur die Gruppen A und B. Dafür wird es aber, ja, bald nochmal neue Gruppen geben. Das heißt, alle 7 Tage eine neue Gruppe und somit kann man dann nämlich hier auch das Zeug alles abholen. Also alle 7 Tage neue Gruppen, ja, aber die alten werden nicht weggehen. Also die werden auch bleiben. Und ihr seht auch schon hier, man muss eben die ganzen Splitter, was ich ja schon vorhin gezeigt habe, bei diesem im Hauptkapitel, dieses Pack da, was man kriegt nach 9 Skillspielen,
hier kann man die ganzen Punkte ausgeben. Also, um Spieler zu bekommen, muss man diese Punkte eben ausgeben. Genau. Hier kann man auch das Ganze noch umtauschen, wenn man, also nicht umtauschen, aber hier kann man das Ganze noch bekommen. Wenn man Bock hat, kann man sich diese Angebote gönnen, die schon ziemlich, ziemlich teuer sind. Aber okay, wer Bock hat, kann das auf jeden Fall machen. So, dann haben wir noch die GPH-Angebote. Und da, Leute, was, was bleibt übrig? Natürlich, UCL-Spielerkiste. Oder eben auch UEL-Angebot oder eben auch UECL-Angebot. Und zwar, hier können wir nämlich diese GPH-Token, die wir bekommen haben, können wir jetzt hier auch reinhauen. Entweder wir entscheiden uns dafür, die UCL-Spielerkiste zu nehmen, mit einer Chance auf den Ocampos oder auch auf den Fernando Hierro, den kann man auch überall bekommen, aber hier diese Spielerkiste kann man auf jeden Fall machen. Oder man sagt, nee, ich habe keinen Bock auf die Spieler, ich hau meine Token eher in sowas Schönes hier rein, beim UEL. Da hat man eben hier auch mögliche Boni, kann man eben auch anderes Zeug ziehen. Das ist natürlich auch keine Frage. Dafür kostet das eben nur 400 Punkte pro Pack. Und ja, UECL-Angebot, das kann man natürlich auch machen, das kostet noch weniger. Dafür sind eben auch die Belohnungen dafür aber auch jetzt nicht so geil, muss man ehrlich sagen. Da, wenn man das Ganze hier zum Beispiel macht, hier 250 Punkte reinballert, dann kann man nämlich auch erst nach 2000 Punkten sich zum Beispiel GPH-Punkte davon abholen. Und so richtig die Spieler hier kriegt man eigentlich auch erst, wenn, ja, nur mit Gems oder mit FIFA-Points. Wenn man die so haben möchte, natürlich kann man es auch so ziehen, aber hier die Chance liegt bei 6,7%. Perfekt. Also ich würde sagen, ganz einfach, ich werde wahrscheinlich hier öffnen, das hier, weil das ist einfach das Beste, was du machen kannst. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, Leute, wo öffnet ihr? Schreibt es gerne mal rein, aber ich glaube, Champions League ist einfach das, was man, das ist der Way to go, so kann man es einfach sagen. Und es gibt halt hier einen Fernando Hierro, der ist nicht free to play, aber den gibt es eben auch noch mit. Den kann man natürlich auch holen, wenn man Bock hat und ein bisschen was übrig hat, aber ich glaube, ja, der ist einfach viel zu teuer für die meisten von uns. Sonst haben wir noch ein paar Quests am Start hier. Zuerst, ich kann noch mal hier was abholen, perfekt. Da gehen wir natürlich gleich mal rein hier. Da gehen wir natürlich gleich mal rein hier, können das Ganze hier nochmal ein bisschen abholen. Let's go. Und haben eben auch hier nochmal den Pass. Also hier, führe ein Spiel mit erfolgreichem Pass oder Spieler deines Teams zu einem anderen Spieler deines Teams aus. Also hier kriegt man auf jeden Fall nochmal ein paar Herausforderungspunkte. Und diese kann man im Herausforderer-Pass eben einlösen. Genau, ganz interessant auf jeden Fall hier. Geht noch 6 Stunden. Ich heiße, ich muss mich noch ein bisschen ranhalten. Und jetzt gibt es natürlich nochmal hier auch Wochenquests. Und da gibt es eben nochmal ein paar geile Punkte und ein paar GPH-Token und sowas für die ganzen Packs. Natürlich sehr, sehr cool. Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und kann man auf jeden Fall so machen. Jawohl, dann haben wir natürlich nochmal hier den Star Pass. Star Pass ist auch neu, 42 Tage für 42 Tage Event. Haben wir Onana, haben wir hier mit drin. Wir haben Arid Özcan, für die Dortmunder auch sehr cool bestimmt. Wir haben Matvienko mit dabei, Bissouma ist mit dabei. Und wir haben zum Schluss nochmal Fofana, absolut geil, richtig wild. Und auch nochmal Sadio ist auch mit dabei. Und ganz zum Schluss natürlich, ganz zum Schluss haben wir hier nochmal einen Hadji als 105er-Icon. Ich werde mir auf jeden Fall diesen Pass holen. Machen wir noch gemeinsam einen Livestream wahrscheinlich am Dienstag. Dienstag werde ich wieder live sein zu diesem Event auch hier. Werden wir das hier auch schon mal ein bisschen angehen. Dank Shiro, dem Ehrenmann, der mir den Pass wieder gönnen wird. Absoluter, wirklich absolut geisteskranker Ehrenmann. Aber das werden wir auf jeden Fall dann schön am Dienstag machen. Also ist auf jeden Fall machbar. Milik ist free to play. So sieht's aus, wenn man eben immer spielt und auch viel 1 gegen 1 versus Angriff und der generell Division Rivals spielt. Dann haben wir noch hier ein paar schöne Umtauschangebote. Umtauschangebote kriegt man ein paar Splitter zum Beispiel. Das kann man auf jeden Fall machen, wenn man da Bock drauf hat. GPH-Token kann man holen oder eben auch GPH-Punkte. Werde ich auch auf jeden Fall, denke ich, machen. Die laufen ja 7 Tage, zack, zack. Ist auf jeden Fall möglich, mache ich auch und sollte auch kein Thema sein, sollte kein Problem sein, das Ganze hier reinzubuttern. Okay, dann wir haben noch gar nicht richtig geklärt, was ist jetzt Free-to-Play? Das kann ich jetzt so nochmal sagen. Und zwar, also, wie schon gesagt, Fandasa eher nicht. Dann UCL haben wir hier Hullet Free-to-Play mit dabei und wir haben im Pass auf jeden Fall den Milik auch
Free-to-Play dann. Herausforderer Pass 1, den haben wir natürlich auch nochmal. Für den Herausforderer Pass 1 haben wir noch den Zyganko hier mit am Start. Und wir haben hier noch einen Patrick Schick und einen Mandragora auf jeden Fall mit dabei. Es wird zwei Pässe davon geben und die kann man sich eben auch nochmal gönnen, wenn man Bock drauf hat. Ja, muss man halt nicht, nur wenn man möchte und wenn man Bock drauf hat, ein bisschen was auszugeben. Genau, so einfach ist es und mit den Herausfordererpunkten kann man eben dann dort auch weiterkommen und ganz normal, wie es sonst auch ist, wenn man die anderen Pässe hatte, wenn man die normalen Quests abholt, dann kann man im richtigen Star Pass da Zeug auch abholen insgesamt. Genau, wir haben noch ein paar, auch endlich mal wieder hier Herausforderungsmodus, mehr als einen Tag endet das Ganze. Hier kriegt man ein paar Splitter auf jeden Fall mit dazu. Das kann man auf jeden Fall mal machen, denke ich. Wenn man halt mal ein bisschen Zeit dafür hat. Und ja, das sollte eigentlich auch auf jeden Fall möglich sein. Und wir können noch mal kurz gucken zu den Boni. Wenn die mir angezeigt werden, werden sie mir leider nicht. Dann muss ich erstmal hier reingehen. GPH Boni. Da ist nämlich auch auf jeden Fall 103er. Sollte Free-to-Play sein. Also, wenn auch die Spieler kommen in den neuen, in diesen ganzen anderen Gruppen, sollte 103er Free-to-Play sein. Genauso halt ein 101 und so ist eben auch alles Free-to-Play, ihr wisst Bescheid. Aber ein 103er sollte machbar sein, wenn man die ganzen Umtausche, Täusche, wie auch immer macht. Und wenn man auch immer jeden Tag spielt. Shop, haben wir auch ein paar interessante Angebote, kann ich euch noch kurz zeigen hier. Wir haben Willkommensbundle, wir haben Butragueno im Shop, wir haben Dones, wir haben Neymar im Shop. Also wir haben ziemlich geiles Zeug auf jeden Fall mit dabei. Ich denke mal, das ein oder andere werde ich hier auch öffnen. Vielleicht hier sowas. Weiß ich nicht so ganz, aber naja, irgendwie sowas hier, hätte ich eigentlich schon Bock drauf. Ich glaube, so ein Orsic ist ja noch was wert. Lohnt sich das überhaupt noch? 22 Millionen, lohnt sich vielleicht gar nicht, doch gar nicht mehr so. Naja, muss ich mir noch überlegen, was ich hiervon öffne, aber auf jeden Fall habe ich Bock, hier in ein paar Gems rein zu investieren. Mal gucken, was ich jetzt insgesamt so machen werde. Werde ich mal überlegen, auf jeden Fall. Und ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen, Anregungen, Wünsche, was auch immer habt zum Event, gerne rein damit in die Kommentare. Wir sehen uns dann, denke ich, einfach mal morgen wieder. Morgen wieder ein geiles Video, Leute. Seid dabei, bis dahin. Bis zum nächsten Mal und tschüss.